bei Schmerzen eine Arztpraxis aufsuchen? Ein Baby sicher zur Welt bringen? Das ist keine Selbstverständlichkeit. Weltweit erhält nur jeder zweite Mensch eine angemessene medizinische Grundversorgung. Deshalb sterben Millionen Menschen an heilbaren Krankheiten oder verarmen durch hohe Krankheitskosten. In den Ländern des globalen Südens fehlen oft Geld, Personal und Strukturen für gut funktionierende Gesundheitssysteme. Leidtragende sind insbesondere Frauen und Kinder. Globale Gesundheitskrisen wie die Covid-19-Pandemie, aber auch Infektionskrankheiten wie Polio, Grippe oder AIDS zeigen darüber hinaus, wir alle in Deutschland und weltweit werden nur dann gesund bleiben, wenn wir global handeln. Deshalb unterstützt Deutschland die Länder des Südens auf vielfältige Weise. Mit unserer Entwicklungspolitik stärken wir die Gesundheit unzähliger Menschen weltweit und verbessern so auch ihre Perspektiven. Wir lassen niemanden zurück und nehmen Frauen und Mädchen ganz besonders in den Fokus. Nur wer nicht schutzlos lebensbedrohlichen Risiken ausgeliefert ist, kann sich eine Zukunft schaffen. Unsere Arbeit ist facettenreich, wie die folgenden Beispiele zeigen. Das Entwicklungsministerium unterstützt internationale Gesundheitsinitiativen dabei, gegen Infektionskrankheiten vorzugehen und Basisgesundheitsdienste zu stärken. So werden unter anderem Frauen rund um die Schwangerschaft gut betreut und Kinder starten gesund ins Leben. Bisher konnten so, auch dank Deutschland, Millionen Menschenleben gerettet werden. Die meisten neuen Infektionskrankheiten stammen von Erregern, die von Tieren auf den Menschen übergesprungen sind. Zum Beispiel die Vogelgrippe, Covid-19 oder Ebola. Weil die Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt eng miteinander zusammenhängt, geht es im sogenannten One Health-Ansatz darum, ganzheitlich und vorbeugend zu handeln. Der Internationale Pandemiefonds, an dem Deutschland sich beteiligt, finanziert Vorhaben wie das in Kambodscha. Dort werden Labore besser ausgestattet, die Kommunikation verbessert und das Personal weitergebildet, um Infektionsausbrüche früher erfassen und melden zu können. Gesundheit muss bezahlbar sein. Darum unterstützt Deutschland zum Beispiel in Pakistan die Einführung einer kostenlosen Krankenversicherung für Menschen mit geringem Einkommen, damit diese sich behandeln lassen können, ohne bei Krankheit noch tiefer in Armut abzurutschen. In Afrika werden nur 1% der verwendeten Impfstoffe auch dort hergestellt. Der Kontinent ist sehr abhängig von Importen. Das Entwicklungsministerium unterstützt deshalb, eine afrikanische Impfstoff- und Pharmaproduktion aufzubauen. So entstehen beispielsweise in Südafrika Produktionsstätten, Forschungseinrichtungen und leistungsfähige Regulierungsbehörden. Deutschland unterstützt den Zugang zu Gesundheitsdiensten für Mütter, Kinder und Jugendliche sowie zu selbstbestimmter Familienplanung. In Tansania fördert das Entwicklungsministerium etwa die Fortbildung von Gesundheitspersonal, um die Qualität der Mütter- und Neugeborenenversorgung zu verbessern. Die deutsche Entwicklungspolitik setzt sich ein für das Menschenrecht auf Gesundheit, soziale Gerechtigkeit und ein selbstbestimmtes Leben in Würde in einer intakten Umwelt. Weltweit.